Wie, oh, ein Wasser. Wieder Peter Maugers gesagt hat, die schlechte Nachricht oder die gute Nachricht über die schlechte Nachricht. Und dann morgen sprechen wir etwas umgekehrt. Und ich muss zugeben, das hat mich selbst ein bisschen durcheinander gebracht. So, wenn ich etwas sage, das durcheinander ist, ganz normal. Je älter man wird, je mehr wird man durcheinander. So, lasst uns zum Herrn beten, jetzt in einem Augenblick. Und dann beginnen wir mit unserer Botschaft. Vater, wir danken dir im Namen Jesus für die Botschaft, die wir gehört haben, auch heute von Norbert Lied und Wilfried Hahn. Danke dir, Herr, dass wir erkennen durch den Geist und durch dein Wort, dass wir an den Endstation der Endzeit angekommen sind und dass wir gut tun, wenn wir uns aufblicken auf Jesus alleine, die Zukunft, unser ewiger Ziel. Amen. Wir haben am Freitag etwas davon gesprochen und das war die Weisheit der Welt im Kontrast zu der Weisheit, die von Gott kommt. Und lass uns noch mal lesen in 1. Korinther 1, Vers 21. Und da steht geschrieben in 1. Korinther 1, Vers 21, denn diesweil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt selig zu machen, die so daran glauben. Das ist unsere Aufgabe, zu glauben an die törichte Predigt im Vergleich mit, was die Welt uns gibt. Die Welt gibt uns keine Zukunft. Das ist absolut nichts, das wir hoffen können. Aber wir blicken einer ewigen Zukunft entgegen. Und so wie der Wilfried Hahn es so markant vorgestellt hat, dass es gibt keinen Ausweg. Es gibt keinen Ausweg. Und durch die Zeiten der Evangelium, auch die in die Briefe, da steht fast nichts geschrieben über die wirtschaftliche und finanzielle Situation in der Zeit. Wir kümmern uns nicht. Warum? Weil Jesus seine Gemeinde baut. Kann er dich, kann er mich als ein nutzbares Werkzeug in seiner Hand gebrauchen? Das ist die Frage. Wir sehen gleich am Anfang der Bibel, was geschrieben steht. Wir wissen alle, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der Anfang. Und wir wissen auch das Ende. Wir im 2. Petrus 2, Vers 13, wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde und nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Da ist ein Anfang und da ist ein Ende. Aber mit dem Tod ist es nicht aus, so wie Norbert Lied es heute so klar sagte. Lass uns ganz schnell blicken in Hebräer 9, Vers 27. Wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben und dann ist nichts. Nein, danach aber das Gericht. Da ist das Gute und das Schlechte. Da ist das Schlechte in das Gute und das Gute in das Schlechte. Wir müssen viel darauf achten, viel mehr in die unsichtbare Welt. Die sichtbare Welt wird immer besser, bis sie zusammenbricht. Die sichtbare Welt wird fantastisch. Wenn wir vergleichen unsere Zeit vor der Zeit vor 50 Jahren oder 100 Jahren, dann sagen wir, ach, uns geht's doch gut. Aber in der unsichtbaren Welt geht etwas vor. Und das ist die Werke des Teufels und die Werke Gottes. Wenn wir lesen gleich in der ersten Kapitel der Bibel in 1. Moses 1, der letzte Vers, da steht geschrieben, und siehe da, es war sehr gut. Das ist Gottes Urteil über sein Erschaffungswerk. So ist doch ganz logisch, da kommt der Teufel. Da kommt die Schlange. Und was muss die machen? Sie muss es machen sehr schlecht. Und das hat die Schlange jetzt schon gemacht für 6000 Jahre.
Was Gott gesagt hat, sehr gut, hat sie Erfolg gehabt, indem durch die Verführung und der Mensch fiel in Sünde. Jetzt muss er den Mensch etwas bieten, was ihm als Gott aussehen wird. Er muss wie Gott aussehen. Und das wirkt alles jetzt darauf hin. Alles wirkt darauf hin. Und deswegen haben wir eine Globalisierung in der Finanz, im politischen Wesen, im wirtschaftlichen Wesen, überall. Es wird alles eins. Der Satan, wir kapitalisieren als Prediger und auch als Bibellehrer und Theologen zu viel an die negativen Aspekte, dass die Prophezie uns weitergibt. Und achten nicht darauf, dass da in der Negativen auch was ganz Einfaches ist und das was Gutes. Wenn wir nämlich diese Dinge sehen, dann sollen wir unser Haupt erheben und warten auf Jesus. Na, wenn wir achten auf die Leute, die Wissenschaftler heute, als ich jetzt gerade gelesen habe, die Weisen der Welt, die sagen auch, dass es kommt ein Ende. Ich habe hier einen Artikel von, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Er sagt hier, wir schätzen, dass die Erde nicht mehr bewohnbar sein wird. Irgendwo zwischen 1,75 und 3,25 Milliarden Jahre. Mann, das ist aber ein Wissenschaftler. Den sollte man auf der Schulter klappen und sagen, Mensch, du bist ein schlauer Kerl. Ich denke, der ist ein dummer Esel. Wir warten eines neuen Himmel und einer neuen Erde. Und wir wissen an den Hand der Zeichen der Zeit, wie es jetzt weitergeht. Wir wissen, aber alle von uns, die ihr Herz ausgerichtet haben auf Jesus und warten auf sein Wiederkommen, werden nicht zuschanden. Wir haben eine Ewigkeitsidentität. Lass uns mal ganz nur zwei kurze Beispiele sehen hier. Jesus ist, wie er die prophetische Rede hält in Matthäus 24. Ich denke, ihr kennt sie ja alle auswendig, ihr braucht ja keine Bibel. Aber da in Vers 6 und 7, das kennt ihr doch alle. Ihr werdet hören von Kriegen und Geschrei von Kriegen, seht zu und erschrecket euch nicht. Das muss erst alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich empören, ein Volk wieder das andere und ein Königreich wieder das andere und werden sein Pestilenz und teure Zeiten, Erdbeben hin und her. Interessant, der sagt gar nichts Neues. Jesus tut prophezeien aber was. Ja, lieber Herr Jesus, das wissen wir doch alles. Schon immer so gewesen. Er ignoriert die politische, wirtschaftliche und finanzielle Realität auf Erden. Das wird alles so sein, das wird alles so kommen, wie es kommen soll. Oder wie er sagt über die Zeiten, er gibt uns ja ein Warnsignal in der Bibel, Noah und auch Sodom und Gomorra. Damit bestätigt er, dass er das Alte Testament glaubt. Ja, lass uns lesen in Lukas 17, Vers 27 bis 29. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien, bis auf den Tag, da Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Desgleichen, wie es geschah zu den Zeiten Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber, da Lot aus Sodom ging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Na, was haben die gemacht, der Noah und die Leute? Die haben genau das gemacht, was wir. Wir jetzt wenn die Versammlung zu Ende ist, ja, wir gehen trinken. Ja, ich gehe Kaffee trinken, schön Kuchen essen. Und heute Abend gibt es beim Norbert, die Elke hat schon gekocht. Da gibt es gutes Essen. Die musst du kaufen und verkaufen.
So eigentlich ist es auch wieder gar kein Zeichen. Ist doch ganz normal. Aber was nicht passierte ist, die haben nicht gewacht. Die haben nicht sich ausgestreckt zu was Gott gesagt hat zu diesen Zeiten und gewarnt hat. Das haben sie nicht gemacht. Ich habe hier jetzt den Unterschied zu sehen, wie es heute ist und vor 100 Jahren. Eines unserer Teilnehmer einer Israel-Reise, ich denke, das war in 2011 oder 10, der gab mir ein E-Mail und da stand geschrieben, von Amerika im Jahre 1910 bis im Jahre 2010, 30 Jahre. Hört zu. Erstens, die Average Life. Soll ich es? Die Lebenserwartung eines Mannes in Amerika in 1910 war 47 Jahre. Ha? Heute ist es was? Ist ungefähr fast doppelt, also nicht ganz, aber ich glaube, ich 76. So, ich habe noch ein paar Jahre. Benzin konnte man nur in der Drogerie kaufen. Hatten ja keine Straßen und nur da, das waren keine Tankstellen. 14% der Häuser in Amerika hatte eine Badewanne. Das meint natürlich 86% hatte keinen gehabt. Fließendes Wasser gab es auch nicht. Das einzige fließende Wasser war, wenn es laufende Wasser war, wenn du einen Eimer nimmst und läufst zum Brunnen und holst es. Das war das laufende Wasser. Nur 8% der Haushalte hatten ein Telefon. Die größte Gebäude in der Welt war der Eiffelturm. 95% aller Neugeburten geschahen im Haus. Jetzt alles im Hospital oder im Spital. Spital. 90% aller von medizinischen Doktor hatten keine Universitätsbildung. Die Frauen, ja, ihr Frauen, ihr Schwestern, die haben ihr Haar durchschnittlich nur einmal im Monat gewaschen. Das sind Tatsachen. Man konnte Marihuana, Heroin und Morphin konnte man irgendwo in einer Drogerie kaufen. Nur eine ganz andere Welt in dieser ganz kurzen Zeit, 100 Jahre. Explosivartig ist alles hochgegangen. So, was bedeutet das alles für uns? Nochmal eine gute Nachricht in der schlechten. Daniel 7, Vers 7. Hier sehen wir eine Beschreibung des letzten Weltreich. Und das ist ein wirklich echtes Weltreich. Und da steht geschrieben, nachdem diesen sah ich in diesem Gesicht in der Nacht. Und siehe, das vierte Tier war gräulich und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne. Fraß um sich und zermalmte, und das Übrige zertrat es mit den Füßen. Es war auch viel anders, denn die Vorigen und hatte 10 Hörner. So, ich meine, hier sehen wir, das ist doch sehr negativ. Aber das Negativ ist eigentlich sehr positiv, wenn wir vergleichen die Vergangenheit mit der heutigen Zeit. Wir leben doch in einer ganz anderen Welt, als die Leute damals gelebt haben. Die größte Tragödie der Menschheit, auch jetzt heute, ist, dass sie nicht erkennt, in welcher schrecklichen Situation man sich befindet ohne Jesus Christus. Es gibt keinen Ausweg. Da kann man machen, was man will. Man kann Atombunker bauen und voll Lebensmittel sich aufbewahren. Man kann alles Mögliche machen. Es gibt keine Zukunft. Es ist dem Mensch einmal gesetzt zu sterben und danach das Gericht.
Und für uns, die wir glauben, die wir gläubig sind an Jesus Christus, wir gehen nicht durch das Licht, denn es ist keine Verdammnis, wie die Holländer das schon mal gesagt haben und erwähnt worden bei Wilfried Hall. Es ist keine Verdammnis. No, Bart, hast du das gesagt, ja. Das ist egal. Es ist keine Verdammnis für uns. Wir gehen vor den Preisrichterstuhl. Und deswegen ist es maßgebend, was wir machen mit unserer Zeit, was wir machen mit unserer Energie. Wir sind lebendige Steine, sagt Petrus. Wir bauen uns zu einem geistlichen Hause. Und ich bin sicher, wenn der letzte Stein hineingebaut ist und dieser geistliche Behausung, dieser geistliche Tempel fertig ist, dann werden wir hingerückt in den Wolken des Himmels den Herrn entgegen. Das ist eine wunderbare Realität. Das Beste kommt für uns nach. Das Beste, ja. Wir, für uns, die wir älter sind, sowieso. Sag ich immer, das Beste ist, also, ja, was willst du, die gute Nachricht oder die schlechte Nachricht? Weil die gute Nachricht ist, du wirst sterben. Und die schlechte Nachricht ist, ja, du wirst noch viel leiden, bis du tot bist. Das ist normal. Das ist ganz einfach. Wir werden heute durch die Verführung, indem wir uns selber durch unsere eigenen Hände, durch unseren eigenen Verstand eine Unabhängigkeit bauen von Gott. Denk mal dran, vor 100 Jahren, da waren etwa 80% der Bevölkerung, die haben gearbeitet in der Landwirtschaft. Heute in den modernen, erfolgreichen Staaten der Welt sind es so ungefähr 2%. Und die produzieren mehr Essen, mehr als was wir wollen. Halb wird eigentlich weggeschmissen. Nur das Beste von dem Besten wird dann wunderbar verpackt und in Kühlhäusern und wird angeboten in den Lebensmittelgeschäften. Wir brauchen doch Gott nicht mehr. Das ist die normale Tendenz. Leute sind jetzt gebunden an ihren Instrumenten, so wie ich gebunden bin hier an dieser Stoppuhr. In den nächsten 13 Minuten muss ich aufhören. Es muss so sein, verstehe ich. Aber wir werden mehr gebunden. Könnt ihr euch vorstellen, was sein würde, wenn jetzt das Licht ausgeht und kein Strom hier? Ich könnte noch weiter predigen. Aber der Strom bleibt aus, für gut. In der ganzen Schweiz, in ganz Europa. Ja, wie lange würden wir existieren? Wie lange würden wir existieren? Wir könnten auch nicht hingehen zur Bank und unsere Schweizer Franken abholen. Nützt nicht, die Bank ist zu, kein Strom da. Wir können nicht zum Lebensmittelgeschäft, wie heißt das Geschäft hier? Was? Mikro, ja danke, nicht Riedel, wir sind hier nicht Riedel. Mikro, hast du Riedel gesagt? Mikro, ja, Mikro hat gute Sachen. Wir können da nicht gehen, ist zu. Kühlschrank, alles geht kaputt, alles geht kaputt, alles geht kaputt. So, sehen Sie, wir sind schon so weit, dass wir total abhängig sind von unserer eigenen Kreation, von unserer eigenen Beschaffung. Und das wird noch immer schlimmer, so wie es Wilfried Hahn gesagt hat. Ja, und es wird, die Bauern, die wussten schon, oh ja, mein Rheuma, das tut ein bisschen weh, ich denke, wird Regen, wir sollen jetzt ein Saat raustun. Heutzutage, die gucken das alles im Computer, was zunächst gemacht werden wird. Alles computerisiert und machen fantastische Produkte. Denkt euch mal Israel, da ein Land mitten in einer halben Wüste. Jetzt produzieren sie so viel Lebensmittel, also wenigstens nach dem Wert des Geldes, mehr als was sie selbst verbrauchen. Das war unmöglich vor 100 Jahren. Das war unmöglich vor 60 Jahren. Alles das steigert sich dahin, dass der Mensch selbstständig wird. Selbstständig von Gott. Gott ist in zweiter Stelle.
Und da ist das Allerschlimmste, was wir sehen in unserer Zeit. Und das sind die Werte, die Umkehr aller Werte. Was Gutes wird böse genannt, was böse ist, wird gut genannt. Langsam und sicher gewöhnen wir uns daran. Bei uns in den USA, ich weiß, wie wir kamen vor 33 Jahre nach von Ohio, Hamilton, Ohio, das ist im Norden, nach South Carolina, Columbia, South Carolina. Da waren alle Geschäfte zu Sonntag. Alles zu. So wie in Europa. Europa ist ja ein sehr christlicher Kontinent. Jetzt ist alles auf. 7 Tage der Woche, 24 Stunden. Und sie hassten, und sie hassten, und sie hassten. Mehr, mehr, schneller, noch mehr Besitz. Leute, die Häuser haben, die bauen sich noch eine kleine Scheune, damit sie ihr Müll, was sie gekauft haben, da alles reinpacken. Heute haben wir einen Engländer, der hat jetzt, der ist Multimillionär geworden und der baut Self-Storage. Was ist Self-Storage? Lager, ja, wo man selbst, ja, ihr habt ja alles eingekauft, den Schrott da, was er eingekauft hat, dann tut man es im Lager hinein. Und der wird steinreich. Und der Bericht sagte, dass heute, vor 30 Jahren, heute hat der Durchschnittsmensch bzw. Familie 6-mal so viel Besitz oder Plünder oder Müll, als er früher hatte. Die Kaffeemaschine ist nicht gut, eine neue, der Kühlschrank ist nicht gut, eine neue. Ja, aber den können wir, na, da müssen wir eine mieten, einen Lagerraum und das da reintun. Mehr haben, mehr besitzen, mehr wollen. Wir haben auch in unserem Büro, wo wir früher unser Büro, nicht unser Büro, eine Druckerei gehabt haben, da hat auch ein Freund von unserem Sohn, der hat auch seine Möbel, der hat sich gestritten mit seiner Frau oder was, ich weiß nicht. Und die Möbel liegen da, abgeschlossen, ich bin da schon Jahre nicht rein gewesen. Der hat mindestens 5-mal so viel an Miete bezahlt, als der ganze Plünder wert ist. Aber mehr haben, mehr besitzen, mehr tun, mehr schaffen, ist unser Ziel. Und das ist die große Verführung. Und da müssen wir irgendwie, da müssen wir uns abschirmen. Und wir können uns nur abschirmen, wenn wir uns mehr verlassen auf das Wort Gottes. Und wenn wir es mehr, das, wir haben ja genug, wir brauchen alles das nicht. Sogar wir haben ja eine tiefgefriertruhe, ja, das hat jeder Amerikaner ganz groß, alles vollgepackt. Ja, nach einem Jahr schmeißt du alles wieder raus, das wird sehr schlecht. Wir haben auch eine gehabt, ja, da hat dann mein Sohn, Frau hat gesagt, Mama, weißt du was, du zahlst $50 für Strom, um das Essen alt werden zu lassen in den Kühlschrank, in der Gefriertruhe. Du zahlst Strom, jeden Monat zahlst du Strom. Warum gehst du nicht hin in ein Lebensmittelgeschäft und kaufst Frisches? Und dann hat sie es natürlich uns rausschmeißen lassen unter Protesten. Ist kein nicht mehr da. So, also alle diese Sachen, die dienen dazu, uns abzulenken. Oder übrigens möchte ich das auch sagen. Es gibt so viele Leute oder Gruppen oder Religionsgemeinschaften, wo wir feindlich gesinnt sind. Und natürlich jetzt ist besonders Islam. Wir sind ja ganz, ganz fanatisch anti-Islam, in Amerika besonders. Ich denke, das ist ein Fehler. So wie unser ägyptischer Bruder Elia, ja, der sagt ja, liebet eure Feinde, liebet eure Feinde. Viele brechen noch durch zum lebendigen Glauben und werden eingepflanzt in der Gemeinde Jesus. Die Propaganda, die ich lese, das kommt viel auf meinen Bürotisch von Zeit zu jeden Tag kommt immer wieder was Neues von verschiedenen christlichen Missionen oder Prediger, die dann aufrufen zum Kampf und aufrufen zu protestieren und aufrufen, dies und das zu machen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Dann, wenn wir das machen, dann natürlich haben wir einen Feind. Und dann alles, was verkehrt ist, das ist der verkehrt. Natürlich nie ich bin ja immer richtig. Das ist so ganz eine normale Reaktion. Aber
wie es Norbert Lied so schön heute gesagt hat und auch davor, wir müssen uns selbst betrachten. Selbstbetrachtung gibt Sündenerkenntnis und Jesuserkenntnis. Wenn wir beginnen zu verstehen, dass wir begnadigte Sünder sind, wir sind nicht Sünder, die irgendwie es verdient haben, weil wir es so gut haben oder ich habe einen neuen Anzug an. Deswegen sind wir nicht besser. Wir sind begnadigte Sünder. Und als begnadigte Sünder, wenn wir einen anderen Sünder sehen, der vielleicht schlimmer sündet als ich, dann liebe ich ihn. Dann bete ich für ihn. Dann frage ich den Herrn und bitte ihn, dass er soll seine Gnade walten lassen über die Person. Denn es steht geschrieben, Gott hat die Welt geliebet, nicht die Schweiz alleine. Gott hat die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und diese Botschaft müssen wir weiter klar, deutlich und laut predigen. Dass diese Warnung, mal sehen, was wollte ich gerade sagen? Sieh, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ist das? Die gute Nachricht in der schlechten oder die schlechte Nachricht in der guten? Ah ja, ein Johannes wollte ich nur ganz kurz. Johannes. Sieh, ich kann mir das erlauben, wenn man alt wird, dann sagen sie, ach, der wird alt. Das kann sich der Norbert nicht erlauben. Ja, hier steht es geschrieben in 36, Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Ist das nicht einfach? Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und was glaubt die Menschheit an alles andere, bloß nicht an der Wahrheit? Und dann hast du die Alternative. Wer den Sohn glaubt, wer den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das ewige Verdammnis, ganz einfach. So, was müssen wir machen? Wir müssen praktizieren, was geschrieben steht in 1. Korinther, wo wir aufgefordert sind, Bauleute zu sein. Und das Baugrundstück, das Fundament, steht beschrieben in 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund, 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also wir brauchen nicht mehr das Fundament bauen. Es gibt viele Gemeinden, die sagen, wir müssen zurück zum Urchristentum. Das haut nicht hin, ihr werdet es nie schaffen. Das Fundament ist schon fertig, wir müssen nur darauf bauen. Und was müssen wir machen? Vers 12, so aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stoppeln. So wird eines jeglichem Werk offenbar werden. Der Tag wird es klar machen, denn es wird durch Feuer offenbart werden. Und welcherlei eines jeglichen Werks sei, wird das Feuer bewähren. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wir werden noch belohnt. Ist das wunderbar? Umsonst gerettet, durch Gnade gerettet, tun nur das, was er uns gesagt hat und trachten allerersten nach dem Königreich und alles andere ist uns zugefallen. Und dann werden wir noch belohnt obendrauf. Das ist ja herrlich. Und dann steht aber die andere Seite. Wird aber jemands Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Und ich habe das vielmal durchstudiert und nicht gefunden, die Identifikation, was meint Schaden leiden. Zwei Worte für einen Mensch, der gläubig ist, Blut erkauft ist, in der Gegenwart des Herrn wird Schaden leiden. So die Möglichkeit besteht. Er aber selbst wird selig werden, doch so wie durchs Feuer. Und deswegen möchte ich euch ganz neu und mich auch ganz neu ermutigen,
vielmehr uns ausstrecken zu Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Er kommt bald. Und wenn er nicht bald kommt, dann warte ich den nächsten Tag und den übernächsten Tag, bis dass ich meine Aufgabe hier auf Erden erfüllt hat und er nimmt mich heim. Das ist, was wir machen müssen jetzt in diesen letzten Tagen. Freuen uns an die Erlösung durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir beten. Vater, wir danken dir von Herzen für diese freie, wunderbare Einladung, dass jeder kommen kann zu Jesus, glauben an ihn, errettet wird, ein neues Leben bekommt und ein Ewigkeitsbürger wird in der Herrlichkeit eingepflanzt mit Jesus Christus. Ich bitte jetzt für jeden Einzelnen hier und mich selber, dass du die Gnade schenkst, denn wir sind aus Gnade selig geworden und aus Gnade wandeln wir Tag ein, Tag aus. Schenke uns diese Gnade, dass wir uns viel mehr an dir festklammern, näher zu dir und weiter von der Welt. Ich danke dir, dass du immer wieder Gebete erhörst. Amen. Amen.